Was geht ab, ihr Zocker? Ein neues Pokémon ist draußen. Ich habe es mir nicht lumpen lassen, habe darauf gespart, habe es mir geholt und wir zocken direkt mal damit. Und dieses Pokémon ist ein ganz besonderes. Es ist nämlich das Pokémon, was in den Gedanken vieler Menschen wahrscheinlich mehr Sex hat als so ziemlich jeder. Also ich, du, der vorm Bildschirm sitzt, ne, eure Eltern und... Warte, jetzt geht das irgendwie in eine weirde Richtung. Und da ist es auch schon. Es ist Gardevoir. Sag mal hallo. Leck meine Eier. Oh, ist sie nicht süß. Was ist das wahr? Übrigens, Gardevoir liegt im Shop bei 8000 Münzen. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie das in der Besprechung abgelaufen ist. Ah, das ist alles gut. Ja, Pokémon Unite war schon ein Erfolg. Jensen, das Gardevoir, das wird auf jeden Fall 10.000 kosten. Damit wir uns da klar verstehen, wir bleiben so in der Riege. Die Leute sollen mehr Geld dafür bezahlen. Aber Chef, Pokémon Unite hat doch sowieso schon einen kleinen Rufschaden. Wenn wir doch weiter so machen, dann wird das nicht gut in. Wir könnten Gardevoir auch für 4.000 verkaufen, dass die Leute das in 2 Wochen durchspielen können. So als kleine Dankbarkeit. Dann haben sie viel mehr Spielspaß und bleiben länger an dem Game. Was? Nein, definitiv nicht, Jensen. Nein, scheiß drauf. Die Leute können schön payen. Weißt du was, ich komme ein bisschen entgegen. 8.000, mehr machen wir nicht. Ne, dann kann ich halt mit einem Fuffi weniger wedeln. Ist mir scheißegal. Ne, aber die Leute können hier den Scheiß bezahlen. Das Spiel ist kostenlos, ja? Scheiß Schmarotzer. Wollen auch noch was haben hier, oder was? Ja, als ob ein Spiel Spaß machen soll. Pff. So, dann wollen wir mal. Teleport, Konfusion nehmen wir natürlich. Okay, vor den Angriffen her finde ich das schon lustig, muss ich sagen. Hopp, Nebula, gehört mir. Nope. Du kleiner Genker, Alter. Och, Mann, unser Jungler macht gar nichts. Ach, jetzt bewegt er sich. Danke. Teleport. Ah, okay. Das heißt so ein Dash. Okay, cool. Komm mal das große Nasen-Happy-Hippo da fort. Komm, geh fort. Also ich muss sagen, so diese Psycho-Attacken sind schon cool. Was macht der denn da im Busch? Oh, fuck. Teleport, ah! Verpiss dich. Bisasam brennt. Und Feuer. Oh Gott, aber Damage ist doch nicht so drin, hä? Ihr meint, weil ihr wohl im Gras seid, könnt ihr euch alles erlauben, hä? Hinterher chasen? Oh, fuck, nicht hinterher chasen. Ah, ah, verpiss dich! Nein! Krassler wurde gerade fertig gemacht. Okay, das fing ja gut an. So, also im ersten Augenblick sieht es auf jeden Fall so aus, als würde Gardevoir nicht so den Impact haben. Ich glaube, die kommt erst im Late Game so ein bisschen. Konfusion! Weggeschnappt, Junge. Mist. Ich sehe schon kommen, das wird böse. Oh, fuck. Junge, was zieht der denn ab mit seinem dicken Arsch? Ich muss auch mal hochkommen. Gott, Alter. Alter, ich bin Level 5 und der ist auch schon Level 5 und der ist weiterentwickelter als ich. Ja gut, dieser Floor sackt ja auch gerade. Na, endlich. Future Sight nehmen wir erstmal. Was da? Ach du Scheiße, das ist Seer. Ich habe Seer schon in den echten Pokémon-Spielen gehasst. Das ist so eine lahme Attacke. Oh, aber Damage macht sie. Muss man ihr lassen. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht. So, scoren wir mal. Das war ein schönes Ballett, danke. Greift den da unten an, Jungs. Future Sight. Oh, okay, also Future Sight. Also ich hasse sehr den echten Originalspielen, weil die gefühlt immer so sau langsam ist. Aber so der Angriff an sich macht schon Damage für dich. Ich bin ja gleich auf die andere gespannt. Oh fuck, ich bin gleich tot. Die lebt auf jeden Fall sehr stark nicht von ihren Auto-Attacks, wie man merkt. Die ist auf jeden Fall auf Spezial angewiesen. So, Moonblast, hä? Oh, aber der Angriff klingt schon sexy, also das muss man sagen. Sehr! Jawohl! Oha! Dann scoren wir mal. Ach, Mann! So viel dazu. Und jetzt Sehr! Okay, aber vielleicht halte ich den Sehr auch für zu krass, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so meine Attacke. Oh, zugegeben, der nervt mich so, ne? Ach komm, wir scoren jetzt einfach mal. Nur mich zu ärgern. Junge! Wer ärgert hier wen, ist die Frage, hä? Also der Moonblast an sich ist aber cool, muss man sagen. So, jetzt haben wir den Unite-Move. Und wir haben Gardevoir. Hallo, Gardevoir. Ulti! Oha, was war das denn? Area, hä? Also, schick war das ja schon. Oh, da brauchst du dir gar nicht vor Sorgen zu machen. Dich holen wir schon, mein Freund. Jetzt geht's mit dem Dank los! Oh, no. Okay, ich bin tot. Irgendwann später. 434 zu 503. Okay, verloren. Also ich muss sagen, Gardevoir am Anfang, also erste Runde, jetzt nicht so geil. Müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht. Der Killer 263, der fuckt mich ja jetzt schon ab. So, schön gucken, dass wir es hier wegnehmen. Ach, wie süß, da ist auch ein Trassler. Ich kann auch teleportieren. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir langsam ein bisschen die Zeit vorspulen. Ein bisschen leveln, ein bisschen die Attacken haben und dann geht's weiter. Nein! Das glaubst du aber selber nicht. So, jetzt wird gescored! Ach, ich habe keine Chance, schade. Ach, die kleinen Milchschnittenbienen. Seid ihr süß. Sollt ihr das einfach heilen? Zack. Zack.
Also wie gesagt, die einzige Schwäche, die ich bei Trassler wirklich sehe, ist so die Anfangsstärke. Du kommst halt wirklich nur über die Spezialattacken, man merkt es. Und das ist richtig. Also das ist so ein Pokémon, das könnte wahrscheinlich mit EP-Teiler funktionieren. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ich bin Level 5, 4... Ja, doch nicht. Ich bin höher als Seora. Na, und die hat aber am Anfang richtig nutzlose Scheiße, muss man sagen. Also der Teleport, klar, zum Wegdashen, geil. Was bist du denn für ein Jungler, Alter? Was macht ein Fleckmon hier oben? Hat wohl keinen Bock mehr, ne? Was macht der denn da? Oh, Junge, manchen Leuten kannst du einfach nicht mehr helfen. Denn der Tank verpisst sich einfach von der Bottom Lane. Na gut, der sollte ja eh nach oben kommen. So, jetzt nehmen wir nochmal den Psycho-Schock. Bam! Oh, Junge, Alter, das liebe ich. Psycho-Schock! Oh, Junge! Alter! Ich glaube, jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Und Scorn! Junge, Alter, Psycho-Schock. Ohne Scheiß, ne? Das ist so der Pokémon. Normalerweise gibt es ja Angriffe, da kann man sagen, es ist egal, was man nimmt. Aber das hier... guckt euch das mal an. Oh. So, jetzt müssen wir noch den Moonblast nehmen. So, ah, okay. Das tut weh. Also den dann setzen. Also Moonblast ist schon mal die Standard-Kombo und dann Psycho-Schock. Alter, brauchst du gar nichts anderes zu nehmen. Rotom-Angriff. Dann gehen wir jetzt mal punkten. Los, Dunking! Oh, die tanzt auch so schön, so diese Verbeugung, so königlich. Ist bei dir die Sicherung durchgebrannt? Oh, wir haben Apollo da. Oh, Apollo ist weg. Ich möchte mal eine Kombo ausprobieren. Oha, die eine Range, Alter. Die hat auch noch eine Range. Das ist das Traurige daran. Oder was heißt traurig? Das Coole. So, erstmal den Moonblast und Psycho-Schock. Oha! Junge, Seora konnte einfach reinhauen. Jetzt haben wir den Unite-Move. Unite-Move! Moonblast! Oha, Alter, die hat so... Aber was Area-Damage angeht, Alter, da macht dem keiner was vor. Sagt, was ihr wollt, ey. Alter, also Moonblast ist auf jeden Fall... Das wird so das Standard-Layout wahrscheinlich. Psycho-Shock Moonblast. Ja, vielleicht noch ein bisschen Seher oder so, aber... wie gesagt, ich finde die Kombo eigentlich mega geil. So, Eject-Button. Oh, fuck, ja noch Teleport. Was war das denn, Alter? Scheiße. Zu früh gefreut. Egal, Yaro ist ja da, kann das klären. Oder auch nicht. Dann Moonblast, Psycho-Shock. Oh, Alter, das ist schon bitter. Moonblast, Psycho-Shock. Boah, Junge, das ist so ein Gespamme. Doch, ich bin halt mehr der Unterstützer. Man merkt halt, der Damage, der muss noch ein bisschen höher kommen. Vielleicht entweder man macht noch ein bisschen Auto-Attack hoch, weil ich komme über meine Ulti, aber man merkt, das braucht richtig lange, bis die da ist. Und die Ulti ist zwar cool, aber jetzt auch so kein Muss, würde ich behaupten. So, Psycho-Shock. Oh, Alter. Ist schön. Butcher. Ah, oh, fuck. Ja, gut, gegen zwei hat Trassler natürlich keine... warum sag ich immer Trassler, Mann? Ja, gegen zwei hat gerade wohl nicht so die Chance, merkt man gerade. Ich muss gucken, entweder muss ich irgendwie den Damage-Output erhöhen. Mit Psycho-Shock Plus, Alter. Das tut gleich weh. We have a huge lead. Ja, das glaube ich auch. Warte mal, eigentlich muss ich doch nur den Red Buff nehmen. Wenn ich den Red Buff habe, dann werden die doch verlangsamt, oder? So, Red Buff bringt. Oh, Movement Speed runter. Jetzt kann ich den wehtun. Jetzt kann ich den richtig wehtun. Das müssen wir direkt ausnutzen. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Unite Move. Oh, Junge. Ah, die Ulti zieht rein. Das ist schön. Okay, dann der Moonblast. Damit wird er dann langsamer normalerweise. Oh, fuck, er hat verzogen. Moonblast. Psycho-Schock. Psycho-Schock. Okay, wir sind weg, weg, weg. Schnell, schnell, schnell. Okay, der Moonblast kann uns auf jeden Fall retten. Schön tanzen. Ja, Psycho-Schock. Nein, da war die andere Gardevoir. Da waren wieder zwei. Okay, gut. Also mit Moonblast können wir uns so ein bisschen retten durch den Stun. Also Moonblast ist auf jeden Fall Pflicht. Psycho-Schock müsste ich ja fast schon sagen auch. So, schön Zapdos machen. Alter, wie viel Damage Zapdos einfach kriegt, ne? Das tut am meisten weh. Ja, Scorn war da. Wir haben es bekommen. What a goal! What a goal! What a goal! Oh, das hat wehgetan. Jetzt schön den Stun. Was? Psycho-Schock. Oha, Alter. Aber der heilt sich halt zu früh, weil er in der Base war. Unite Move. Der saugte den so ein wie ein Staubsauger und bumm. Ach, warum habe ich den Score abgebrochen? Noch ein K.O. Alter. Also ich muss sagen, so spitz. 884. Ist schon geil. Also ich finde Gardevoir gar nicht mal so schlecht. Klar, wir haben nur 74. Wir haben halt wenig Kills gemacht, aber man muss sich halt mit der erstmal klarkommen. Der Moonblast und Dingens hier. Psycho-Schock, Alter. Das ist eine geile Kombi. Das muss man schon sagen. Was kann ich jetzt zu Gardevoir auf diesen kleinen Runden sagen? Gardevoir ist auf jeden Fall ein cooles, geiles Attacker-Pokémon. Macht Spaß, aber man muss die wirklich ein bisschen defensiver einsetzen. Das heißt, sie darf nicht so weit nach vorne gehen wie vielleicht ein Liberlo oder ein Pikachu, die vielleicht mit ihren Attacken gut besser wegkommen durch das Stun und Co. Aber der Damage-Output ist halt geil. Ist es Meta-relevant? Im Moment sage ich mal ganz klar, nein. Klar, nettes Gimmick.
Musik und so vielleicht zur Überraschung mal raushauen. Mega cool, wenn man den richtigen Supporter damit hat oder den richtigen Tank, der auch Damage drücken kann, wie Turtok vielleicht demnächst oder Relaxo. Aber die wird nicht super meta-relevant bleiben, da bleibe ich bei. Also, wenn ihr Competitive spielen wollt, dann kauft euch lieber andere Pokémon. Nichtsdestotrotz, ne, wenn man wirklich nur auf Casual zocken will, so zum Spaß, dann kann man sich das holen. Und was haltet ihr jetzt von Gardevoir? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich sag dann jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.